Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge OMSI 2. Nochmal Zelto. War die diesmal die 626 von der Waldschenke nach, lass mich noch mal schauen, nach Hengsdorfer Henningsdorfer Weg. So, jetzt so, ist recht kurz. Dann wollen wir einfach den Bus aufrüsten. Ich eins. Du bist so richtig. Will nur keiner mit. Oh. Einmal pumpen. Diesen Zelt habe ich ja noch. Damit fahren wir mal los. Waldschenke. Wo geht's hier raus? Muss ich hier geradeaus? Dann. Wo muss ich hier raus? Muss ich hier geradeaus weiter oder? Okay, da muss ich. Hätte mal besser geschildern können. Aber naja. Und dieses Mal auch mit dem richtigen Paint beim Zitao. Leider ging das Havel Paint beim Solaris nicht. Den Raum war komplett weiß. Ich weiß nicht, was da los war. Ich hatte mich damit auch noch was auseinandergesetzt. Zeit und so. Aber das werde ich, denke ich mal, noch mal die Tage machen. Jetzt hier was für hier wir noch mal fahren. Weil wir fahren auch noch mal nach Bus einmal. Aber wie das alte Leid. Immer an der Ampel stehen. Was auch sonst. Was ich auch noch mal geändert habe, ist Lautstärke. Ich hoffe, man kann besser hören. Wenn nicht, müsste ich jetzt noch mal in die Kommentare hauen. Dann werde ich das auch noch mal korrigieren. Bei der nächsten Aufnahme. Was jetzt vor kurzem auch auf Facebook gelesen habe, bei Helikon sollte bald eine Ankündigung kommen für ein KI-Pack, also KI-Autos-Pack. Bin aber gespannt,
was da so bei ist an Fahrzeugen oder was genau kommen sollte. Ein bisschen Licht könnte nicht schaden. Ist doch Licht da. Ja, diese Nörgler, die immer mehr wollen. Hätte auch gut schlummern können. Aber nein, rummeckern. Einmal zu viel gedruckt. Ja. Stahnsdorfer Hof. Ja, super. Total verkehrten Spur. Normalerweise sollte man das jetzt nicht machen. Also, bitte nicht nachmachen. Alter, also Tunnel Metal. Gaspedal bis zum Boden recht durchdrücken. Tälstraße. Auch hier nicht auf. Was ich jetzt hier bemängeln müsste an diesem Abschnitt, dass hier auf der Seite irgendwie ein bisschen leer ist. Aber ich denke, das hat schon jeder bemängelt. Dass an vielen Stellen einfach nur leer ist. Das hätte man auch besser ausgestalten können. Ich. Auch wenn es wahrscheinlich dann nicht mal reell wäre. Ich weiß auch nicht, wie es hier in Real aussieht, also kann ich nur sagen, dass es besser wäre, so ein bisschen mehr Gestaltung im Bring, dass es nicht so leer aussieht. Blumen oder sonst was. Oh, hol die Tür nicht zu. Okay. Also, wir fahren zu einer recht späten Uhrzeit, also recht 17. Also 18 Uhr losgefahren, circa. Also Ende des Feierabendsverkehrs. Weil ich muss einen Bürgerstein gefallen. Recht riesig. Und auch Polnerstraße. Aber was anderes. Und dann da. Gehwege. Wäre auch mal in der Zeit langweilig. Hallo Kollege.
Augenbrauen. Du grüne Lächeln. Der Ferne nichts. Wie hier auch. Ich bin nicht geschadet. Bisschen oder warum schalte ich immer auf rot Ampel?